Wir schauen das Feuerwerk zusammen mit Lilly. Herzlichen Glückwunsch, Matze. Du hast es tatsächlich geschafft und bist jetzt der Champ von Alola. Sieh dich nur um, ist das nicht großartig? Alle sind sie gekommen, um deine Leistung zu würdigen und dich zu feiern. Und wie sie sich alle freuen und Spaß haben, jung und alt, und auch die Pokémon. Es ist viel passiert und es war bestimmt nicht immer leicht, alles durchzustehen. Aber letzten Endes bin ich froh, dass ich nach Alola gekommen bin. Dass ich dir begegnen durfte, Matze. Nein, nicht nur das, dass ich zusammen mit dir auf diese Reise gehen durfte, hat mir so viel gegeben. Du, Matze, was hältst du davon, wenn wir uns kurz davon stehlen und einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen? Ich habe von Harlow gehört, dass die Hängebrücke repariert wurde. Kaporiki wartet sicher schon. Es wartet darauf, dass du ihm einen Besuch abstattest, jetzt wo du die Inselwanderschaft erfolgreich absolviert hast, Matze. Das weckt Erinnerungen. Damals war mir das irgendwie einfach alles zu viel. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, im Grunde war es Lunala. Ich meine, es war Wölkchen, das uns beide zusammengebracht hat, nicht wahr, Matze? Komm, gehen wir rüber. Die Ruinen des Krieges. Ich weiß immer noch nicht, warum Kaporiki uns an jedem Tag aus der Klemme geholfen hat. Ob es wohl etwas mit dem legendären Pokémon Lunala zu tun hat? Das erinnert mich an den Tag, an dem Harpo zur Inselkönigin ernannt wurde. Jetzt bin ich ein wenig aufgeregt. Kaporiki, der Schutzpatron? Kaporiki, dank deiner Hilfe konnte sich Cosmog zu Lunala entwickeln. Dafür möchte ich dir selbstvertretend danken. Und jetzt du, Matze. Für den Champ von Alola gibt es nur eine angemessene Möglichkeit, Kaporiki die Ehre zu erweisen. Lass mich zuvor deine Pokémon wieder fit machen. Du streckst deine Hand aus und berührst die Statue. Eine seltsame Energie geht vom Z-Ring aus, du hörst eine Stimme in deinem Kopf. Es ist soweit. Und so fordern wir Kaporiki heraus. Elektrozeuge von Kaporiki wirkt. Wolverock. Steinhagel. Kaporiki setzt Elektroball ein. Kaporiki sollte unheimlich stark sein, wollte ich gerade sagen. Nochmal Steinhagel. Okay, ist er schneller. Das packt Wolverock nicht. Aber ein zweiter Steinhagel und wir haben es in aussichtsreicher Lage. Drücken wir es so aus. Lillys Top-Beleber.
Problem ist, ich darf nicht angreifen. Oh nein. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt habe ich dich genau, wo ich dich haben wollte, Caporiki. Bolwark Steinhagel. Oh nein. Hey. Auf das kleine Wolverock ist er Verlass. Ich habe einen Hyperball. Probieren wir es mit dem Pokéball. Einmal. Zweimal. Dreimal. Boah! Naturzorn. Boah, Alter, wir hatten zu knapp schon. Nein, das ist schlecht. Ich kann es nicht weiter angreifen. Einmal. Oder dein Elektroball, der ist abartig. Einmal. Und wieder raus. Lass uns mal kurz mit einem Hyperball probieren. Einmal. Und auch raus. Das ist genauso effektiv wie im Pokéball gerade. Und so geht der Freundesball verloren. Uncool. Aber klar, der Turboball. Was? Jetzt bräuchte halt ein Pokémon einfach Trugschlag. Aber es hat natürlich wieder keins von uns. Uiuiui. Heißes Tänzchen.
Aber irgendwann gehen ihm die Attacken aus, also. Soweit ich weiß, wenn es so weit ist, lässt sie sich dann leichter fangen. Eins. Wir können noch ein paar Runden mithalten, liebes Kaporiki. Das reicht immer nur einmal. Komisch, dass der Elektroball stärker ist als der Ladungsstoß. Zweimal. Gut, jawohl, wir müssen zu Ego rein tun, wir müssen erst alle anderen jetzt wieder heilen. Aber dass Kaporiki stark ist, das wussten wir davor schon. Sollte ihm trotzdem der Elektroball ausgehen. Ob sie da paralysiert ist oder nicht. Ja! Ja, wir haben's, Kaporiki. Zandam erreicht Level 57, Wolverock Level 60, Quajutsu, Tukonon Level 56. Alter, geil. Für Kaporiki wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. 3 von 4. Du hast einen Schutzpatron-Pokémon registriert. Brrst. Schau es dir doch gleich mal genau an. Klammern wir doch, Rotom. Elektrofee. Mit atemberaubendem Tempo bringt es Gegner aus dem Konzept. Es ist aufbrausend, vergisst aber sofort, warum es so wütend geworden ist. Und wenn wir es jetzt mal ein bisschen drehen. Sieht's mega cool aus. Ich
Kaburiki ist für mich das, was am coolsten ausschaut von allen. Nein, Kaburiki ist erstmal eine PC-Box, genau. Brauchen wir dann später gegen die anderen. Vor dir liegt plötzlich ein Z-Kristall. Du hältst den Z-Kristall Carpium Z. Kaporike und du, gemeinsam werdet ihr bestimmt noch viel größere Abenteuer erleben. Endlich, es lag mir die ganze Zeit auf dem Herzen. Matze, wir sollten zum Dorfplatz zurückkehren. Sonst fällt sicherlich auf, dass wir uns von den anderen, von den Feierlichkeiten gedrückt haben. Alle scheinen sich so richtig gut zu amüsieren. Da ist anscheinend niemandem aufgefallen, dass wir uns davon geschlichen haben. Oh, ich glaube, der Battle Royale fängt gleich an. Unser kleines Mauzi. War doch klar. Chiave. Ah. Tracy und Maho. Was für ein schönes Fest. So viele lächelnde Gesichter. Egal was auch passiert, ich hoffe, du wirst dein Lächeln niemals verlieren. Damit bringst du nämlich jeden um dich herum zum Strahlen. Du würdest sogar Mutter zum Strahlen bringen. Wenn sie nur hier sein könnte. Mutter geht es ein bisschen besser. Sie wollte heute sogar zum Fest kommen. Aber ich habe ihr gesagt, sie soll lieber das Bett hüten und sich schonen. Ich weiß jetzt, was ich tun kann. Was ich tun muss. Matze, ich... Seht nur, alle sind total ausgelassen und feiern den Aufstieg des stärksten Trainers von Alola. Ich werde noch fleißiger mit Elima und den anderen trainieren, damit ich irgendwann meinen Opi besiegen kann, selbst wenn er alles gibt. Und dann werde ich den Champ herausfordern. Mach dich auf was gefasst, Matze. Matze? Ach, was sage ich da? Ich meinte Champ. Möchtest du den anderen nicht auch deine Partner-Pokémon vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Seite während deiner abenteuerlichen Inselwanderschaft so viel entdeckt und erlebt. Oh, deine Augen leuchten ja richtig.
Und das war Pokémon Mond. Ein Spiel, was präsentiert wurde von Game Freak. Und so kam die Inselwanderschaft von Matze zu einem Ende. Die Feierlichkeiten zu Ehren des neuen Champs dauerten bis spät in die Nacht an. Das Fest hat viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich alle noch einmal sehen konnte. Die Menschen, die ich in Alola kennengelernt habe, werde ich niemals vergessen. Am nächsten Tag. Ich frage mich, was das Leben für uns in nächster Zeit bereithält. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Matze? Der lässt sich doch eh selbst rein, wenn das ist. Tali. Matze! Wir müssen sofort los. Komm schon, worauf wartest du noch? Was ist denn los, Tali? Was soll die ganze Aufregung? Oh, ich hatte sie gar nicht gesehen. Schönen guten Abend. Für Erklärung ist jetzt leider keine Zeit. Ich muss mir mal Matze für ein Weilchen ausleihen. Wenn wir uns nicht beeilen, liegt das Schiff ohne uns ab. Welches Schiff? Haoli City, Hafen. Lilly, du weißt ja, bis Kanto ist es sehr, sehr weit. Ich hoffe, der Zeitunterschied wird dir nicht zu sehr zu schaffen machen. Übrigens, meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie meinte, deine Verabschiedung würde sie zu sehr mitnehmen. Sie wollte dich aber wissen lassen, dass dir das Loft im Labor immer zur Verfügung steht. Du hast bei uns also immer einen Platz, an dem du unterkommen kannst. Ich wusste ja gar nicht, dass du uns verlässt. Tut mir leid, Tali. Ich habe mich entschlossen, nach Kanto zu gehen, um Mutter zu helfen. Ich gehe aber vor allem für mich selbst. Alola zu verlassen fällt mir sehr schwer. Doch allein der Gedanke, nach Kanto zu gehen, lässt mein Herz höher schlagen. Ich möchte dort viele wunderbare Pokémon kennenlernen und Trainer werden. Ich plane, die gesamte Region zu bereisen, ein bisschen wie ihr bei der Inselwanderschaft. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich schaffe das, ganz bestimmt. Denn ich werde immer euer Lächeln in meinem Herzen tragen. Dafür bin ich sehr dankbar. Irgendwann werde ich nach Alola zurückkehren, so viel steht fest. Aber es gibt doch noch so viel, was ich dir sagen wollte. Na gut, ich schreibe dir einen Brief, okay? Einen ganz, ganz langen. Darauf freue ich mich schon, Tali. Ach ja, ich habe noch etwas für dich. Und Matze? Die hier ist für dich. Sie ist etwas mitgenommen, aber sie war einmal mein größter Schatz. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Ach, Tali, ich kann verstehen, dass dir nach Weinen zumute ist, aber wenn man Abschied von jemandem nimmt, den man gerne hat, dann heißt es lächeln, auch wenn es schwer fällt. Ich glaube, ich möchte jetzt zu meinem Obi einen Besuch abstatten.
Genau, gehen wir nach Hause. Sicher warten schon alle. Also ich weiß, dass er ja gesagt hat, aber genau hört sich niemand besser an. So, und das war Pokémon Mond. Ja, wir sind mit der Hauptstory durch. Es wird aber noch weitere Folgen geben. Uns fehlen noch 4 legendäre Pokémon und ein paar Ultra-Bestien. Beziehungsweise die Nebenstory fehlt uns noch. Ja, boah. Was kann man jetzt sagen? Ich glaube, wir fangen mit dem Spiel an sich erstmal an, um ein bisschen Ruhe wieder reinzukriegen zu dem Geschehen gerade eben. Ich muss sagen, Pokémon Sonne und Pokémon Mond waren 2 Spiele, die ich, wie soll ich sagen, muss. Ich habe mich anfangs 0,0 drauf gefreut, bevor sie rauskamen. Ich muss echt sagen, ich habe von Anfang an gesagt, boah, weiß nicht, ob das so reizt. Einfach so nach so vielen Generationen, nach so vielen Jahren das ganze Konzept über den Haufen zu werfen, um einfach diese Prüfungen einzuführen. Aber ich muss mit Abstand sagen, Pokémon Sonne und Pokémon Mond sind, glaube ich, die besten Pokémon-Spiele, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Mit Abstand. Ich bin so hin und weg. Auch die Story, einfach Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, jeder, der, wie soll ich sagen, der Pokémon kennt, weiß eigentlich, wo Lilly hinreist jetzt. Sie reist nach Kanto, das hat sie ja gesagt. Aber ich glaube, jeder weiß, warum sie nach Kanto reist. Ihre Mutter war mit einem Pokémon verbunden und es gibt in Kanto nur eine einzige Person, die selbst ein Pokémon war und der man früher helfen musste, sich zurückzuentwickeln, und das war Bill. Und ich glaube, dass Bill ihr helfen kann, und ich hoffe, beziehungsweise Lilly muss in Ultrasonne und Ultramond zurückkommen. Wenn sie nicht zurückkommt, boah, ich glaube dann, nee, also da wäre ich persönlich wäre ich echt enttäuscht, weil ich fand die Geschichte zwischen Lilly und unserem Hauptcharakter eigentlich echt schön. Vor allem jeder, der jetzt das Ende gesehen hat, als sie sich zu uns hergedreht hat und dann mit Matze, ich, Punkt, 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 und hat dann den Kopf geschüttelt und hat dann nur gelacht. Jeder von uns früher, der die ersten, sagen wir, 5 Staffeln Pokémon gesehen hat als Serie, weiß, an wen das eine Anspielung war und weiß, was sie eigentlich sagen wollte. Für die, die es nicht wissen, es war eine Anspielung auf Misty. Misty war in der Serie eigentlich in Ash verknallt, und am Ende sagt Ash aber, es war ihm vorausbestimmt, dass sie sich kennenlernen und dass sie Freunde werden. Und als Misty dann geht, sagt sie nur leise, wenigstens weiß ich jetzt, wie du über mich denkst. Und das gleiche war es jetzt eigentlich mit Lilly, und deswegen hoffe ich, dass Lilly einfach in Ultrasonne und Ultramond zurückkommt. Ja, ansonsten bedanke ich mich einfach, dass ihr dabei wart, hier bei diesem wunderschönen Spiel. Hoffe, dass ihr zu Ultrasonne und Ultramond, weiß nicht, was ich von den beiden spiele, ich glaube, ich werde Ultramond spielen, den zweiten Teil von unserem hier, auch wenn ich ursprünglich gesagt habe, ich werde Ultrasonne spielen. Ich wollte mich aber nur bedanken. Ansonsten hoffe ich, dass ihr dranbleibt, dass ihr die nächsten Folgen auch noch schaut, bis das Spiel komplett zu Ende ist. Und, ja.
Oh, ich hasse es, ein Mensch so nah ans Wasser gebaut zu sein. Ich hasse dieses Ende von Pokémon, weil das einfach... Ich finde es einfach so rührend und so schön. Ja, lassen wir einfach so stehen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn das Ganze hier durchgelaufen ist. Joa, mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht ein. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis denne. Und ich sage Tschüssi mit V.
Thank you.